Feuerpause. Ich habe dir etwas mitgebracht. Das ist die Madonna von Stalingrad, eine Kohlezeichnung, die Kurt Räubers im Zweiten Weltkrieg 1942 eingeschlossen im Kessel von Stalingrad angefertigt hat. Wann immer es ihm eine Feuerpause erlaubte, widmete sich Räubers dem Zeichnen, wobei auch dieses sein wohl bekanntestes Werk entstanden ist. Die Madonna mit Kind geschützt und gehüllt in einem Mantel, umgeben von den Worten Licht, Leben und Liebe als Ausdruck tiefer Hoffnung in Zeiten von Finsternis, Tod und Hass. Wann immer ich nach Berlin reise, besuche ich auch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sie wurde als Kirche und Mahnmal für den Frieden errichtet. In ihr hat Kurt Räubers Zeichnung einen festen Platz gefunden. Seine Zeichnung wurde zu einem Bild der Hoffnung in aussichtsloser Lage. Ich wünsche dir und allen Menschen auf dieser Welt Frieden, Glauben, Leben, Liebe und dass du die Hoffnung nicht verlierst. Da ist Licht da draußen, vielleicht kannst du es schon sehen.